Herzlich willkommen zu einem Rennen in Assetto Corsa gegen die KI. Fahre ich heute auf dem Nürburgring. Jetzt erstmal auf den Start konzentrieren. Gang ist eingelegt. Und los. Start ist soweit ganz gut geglückt. Komm, lass mir ein bisschen Luft zum Leben. Ich bin schneller als du. Ja. So, am Anfang gucken, dass man jemanden reinfährt. Oh, das scheint ganz gut geklappt zu haben. Ich bin an Position 8. Meine Startposition war 7. So, die erste Kurve läuft so ganz gut. Hier auch aufpassen, die KI bremst immer relativ früh. Nach innen ziehen, dass keiner innen vorbeikommt. Hier kann ich besser beschleunigen. Bin wieder auf Platz 7. Was habe ich vor in dem Rennen? Ich fahre auf den soften Reifen 20 Runden. Ich habe keine Ahnung, ob die Reifen 20 Runden wirklich durchhalten oder ob der Reifenabbau so krass sein wird, dass ich am Ende keine gescheiten Rundenzeiten mehr fahren kann. Die KI in Assetto Corsa fährt ja nur dann die Box während eines Rennens an, wenn der Sprit nicht ausreichend ist. Bei 20 Runden können genug Liter getankt werden, sodass die KI keinen Boxenstopp machen wird. Und so wie es aussieht, fahren die alle auf den mittelharten Reifen. Und ich versuche jetzt durch meinen Reifenpoker einfach gute Rundenzeiten am Anfang fahren zu können, weil ich einfach mehr Reifengrip habe als die KI, um dann am Ende doch irgendwie vorne zu landen. So, jetzt muss ich mich erstmal hier einsortieren. In das Feld ein bisschen den Rhythmus bekommen, dass ich die Bremspunkte ordentlich finde, zur richtigen Zeit beschleunigen kann und dass ich mich so langsam nach vorne arbeiten kann und im Mittelfeld hier nicht zu viele Plätze verliere. Ich bin bewusst von Platz 7 gestartet, einfach so ein paar Duelle zu haben, weil ich finde es total reizvoll, mit der KI hier zu fahren. Das hat Assetto Corsa ganz gut hinbekommen, finde ich, mit dem neuen Update. Da kann man sich richtig gute Duelle leisten. Die KI steckt oftmals zurück, aber hält auch wiederum dagegen. Und man muss aufpassen, dass man es nicht überreizt, weil sonst kriegt man schon mal ordentlich eine mit oder fliegt auch von der Straße. Hier jetzt ja nicht den Bremspunkt verpassen. Hier kann man immer was gut machen, aber der hat mir jetzt keinen Platz hier gelassen. Er wird aber hart gefahren. Neu mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, da sieht man schon, man kann schön nebeneinander fahren. Hier kann ich wieder deutlich besser raus beschleunigen und bin jetzt auf Platz 5 gelandet. Läuft verdammt gut bis jetzt. Ja, Fahrzeuge, das ist die DTM, so der 90er Jahre. Wenn man hier sieht, den Mercedes 190er, dann sind ein paar 3er BMWs da. Und der Alfa 155, ich glaube, der hat mit Vierradantrieb. Ja, jetzt werde ich hier rechts überholt. Kann aber schön innen drinne zumachen. Jetzt darf ich hier nur nicht zu viel Zeit verlieren, dass die vorne an der Spitze nicht mehr wegfahren komplett. Ja, muss ich ein bisschen vom Gas gehen, damit ich hier die Kurve noch kriege. Die KI kämpft schön dagegen, wie man hier sieht. Muss ich aufpassen, der ist nämlich auf der Innenseite. Also man sieht schon, mit meinen Reifen könnte ich etwas schneller, aber ich komme nicht so richtig vorbei, jetzt aber bestimmt. Jawohl.
Jetzt konnte ich mich auf Platz 4 vorarbeiten. Die Reifen sehen noch gut aus. Gut, wir sind auch erst in der zweiten Runde. Schön hier raus beschleunigen, dass ich dann beim nächsten Anbremsen nach der langen Start- und Zielgeraden hier vielleicht auf der Innenseite vorbeikomme. Ah, jetzt habe ich ein bisschen zu früh gebremst. Jetzt muss ich aufpassen, dass der mich nicht anditscht. Jetzt wird er innen links vorbeigehen. Ja, das war nicht gut von mir gemacht. Achtung, hier bremst er wieder früher. Jawohl, hier konnte ich aber vorbeigehen. So, am Platz 3. Der Rückstand zu Platz 1 sind fast 12 Sekunden. Hier werde ich noch nicht vorbeigehen können. Aber ich kann eigentlich besser raus beschleunigen. Jawohl, komme vorbei. Das war natürlich schlecht von mir, aber ich konnte meine Position halten. Wunderbar, aber er klebt mir wirklich an den Rücklichtern. Ein bisschen im Drift die Kurve genommen, hat eigentlich Zeit gekostet, aber ich bin an Position 2. Hab 8 Sekunden Rückstand, hier vergessen zu schalten. Hier wurde schon ein bisschen ramponiert, auf der Strecke liegen irgendwelche Teile. Bis jetzt scheint das Konzept mit den Reifen aufzugehen. Ich kann einfach etwas schneller fahren. Jetzt muss ich mich nur langsam an die Nummer 1 heranarbeiten und konzentriert weiterfahren. Hier bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei Start und Ziel, weil wenn man hier sich verbremst und rausrutscht, landet man schnell im Kies und verliert deutlich mehr Zeit, als lieber hier ein bisschen zu früh gebremst und auf Nummer sicher gegangen. Coca-Cola-Schikane, jawohl, die habe ich gut genommen. Und mit Vollgas raus beschleunigen. Abstand weiter in 8 Sekunden. Aber ich habe jetzt schöne freie Fahrt. Das heißt, ich nur keine blöden Fahrfehler machen und hier alles aufs Spiel setzen. Da vorne kann ich ihn schon sehen. Aber das Rennen ist ja noch lang. Ich bin erst in der vierten Runde. Das heißt, jetzt hier gar nichts überstürzen, vor allen Dingen nicht die Reifen überfahren. Ja, Temperatur ist optimal im grünen Bereich, also falls der Luftdruck stimmt. Jawohl, die Schikane gut genommen. Hier musste ich ein bisschen vom Gas gehen, sonst wäre ich auf den Rasen gekommen. Hier wieder früh auf dem Gas stehen. Rückstand immer noch unter 8 Sekunden. Ich konnte ein bisschen aufholen. Die Schikane gut genommen. Jawohl, deutlich verkleinert den Rückstand. Jetzt noch nicht übermütig werden. Hier schön raus beschleunigen. Bis zum Randstein kann man fahren.
So, Rückstand 4,9 Sekunden, jawohl. Aufpassen, dass das Heck mir nicht ausbricht. 2,7 Sekunden der Rückstand. Bis jetzt scheint mein Konzept vollkommen aufzugehen. Hier ein bisschen später auf der Bremse gestanden, aber kaum Zeit verloren. Kann man wieder schön früh aufs Gas gehen, den Randstein nutzen, hat guten Grip. Reifen schauen noch gut aus nach 5 Runden. Oh, hier stand auch noch verschaltet. Nicht den dritten Gang gefunden. Bewusst noch mal hinter ihm. Einfach nichts zu riskieren. Hier bleibe ich lieber noch mal hinter ihm und suche mir eine andere Stelle aus, die viel günstiger zum Überholen ist. Wie gesagt, das Rennen ist noch lang. Aber ich bin vorbei. Nein, ich bin noch nicht vorbei. Jetzt muss ich aufpassen. Aber ich gehe davon aus, dass ich jetzt einfach besser raus beschleunigen kann und im Windschatten hier meine Vorteile nutzen werde. So, Achtung.
einmal klassisch ausgebremst und jetzt ruhig weiterfahren, nichts riskieren. So, in der Zwischenzeit haben sich die Reifen auf gelb verändert. Wir sind jetzt in der 7. Runde. Fahrisch merke ich aber noch nichts, dass die Reifen nachlassen. Jetzt gilt es langsam einen kleinen Vorsprung rauszufahren. Er wird im Rückspiegel kleiner, jetzt nur konzentriert weiterfahren, nicht zu viel riskieren. Gerade hier Michael Schumacher ist, kann es doch ganz schnell passieren, dass man von der Strecke abfliegt. Hier hat er mich letzte Runde noch touchiert. Kann man sogar noch einen Tick später bremsen, beziehungsweise wieder früher die Bremse aufmachen. So, wir sind jetzt in der 8. Runde. Ich führe. Strafen sind auch eingestellt, das heißt, zu starkes Abkürzen wird hier automatisch bestraft. Da muss ich aufpassen. Ich gehe mal davon aus, dass die KI so Fahrfehler nicht machen wird. Später einlenken müssen, aber es hat gut geklappt, obwohl ich etwas Zeit verloren habe. Das war ganz gut angebremst. Oh, im letzten Moment gerade noch hier das Auto abgefangen, vom Einschlag gerettet. Das hat natürlich viel Zeit gekostet. Und der linke hintere Reifen ist ein bisschen wärmer geworden. Also jetzt aufpassen in den nächsten Kurven. Ja, das war also ein bisschen zu vorsichtig, aber... Die Reifentemperatur hat sich wieder normalisiert. Und ich sehe schon...
dass die anderen Gegner nicht mehr weit weg sind, dass die ersten Überrundungen anstehen. Das ist auch immer schwierig natürlich dann. Mal nicht zu viel riskieren, aber auch nicht zu viel Zeit verlieren. Und ich muss natürlich auf meine Reifen aufpassen, dass die mir nicht einfach zu viel an Haftung verlieren. Die Rundenzeiten werden schon leicht schlechter. Jetzt merke ich so langsam, dass die Reifenhaftung nicht mehr so ist wie in den ersten Runden. Alles noch im grünen Bereich. Kaum sage ich es, rutscht schon raus. Weil das jetzt eher ein Fahrfehler war. Aber so langsam merke ich es, ja, wenn ich zu früh das Gas gehe, kommt der hinten rum. Vorsprung 12 Sekunden. Nicht 12 Sekunden, sind Start und Ziel. Hier merke ich deutlich, dass die Reifen wirklich nachlassen. Fast schon überlegen, im zweiten Gang das mal durchzufahren. Ich merke ganz klar, ich untersteuern hier. Obwohl die Reifen in der 11. Runde noch gelb anzeigen.
kann momentan in den Kurven die Geschwindigkeiten nicht hochhalten. Die Hälfte des Rennens ist rum. 12. Runde. Reifen sind noch im gelben Bereich. Guter Anbremspunkt gewählt. Ja, zweiter Gang, da hat er einfach zu viel Kraft auf der Hinterachse. Mir gleich der Arsch weg. Habe ich Glück gehabt, dass keine Strafe fällig wurde. Also über die Randsteine fährt, muss man aufpassen, dass man nicht dann auf einmal doch, dass das Heck hinten ausbricht. Ja, vorsichtig mit dem Gas sein. Runde, die Reifen sind noch im gelben Bereich. Sehr gut. So, Überrundungen stehen jetzt an. Auch Reifenprobleme zu haben, bremsen doch relativ früh. Da hatte ich mich eben verschaltet, wie man sieht. Kleine Getriebeschaden wird mir angezeigt, aber noch alles ist harmlos, muss nur aufpassen.
konnte ich mich schön vorbeimogeln. Hat aber auch mir Platz zum Leben gelassen, was ganz wichtig ist. So, die erste Überrundung ist geschafft. So, 14. Runde fängt an und die Reifen sind noch gelb. Da war tatsächlich einer in der Box. Sehr interessant. Zweite, den ich überwinden konnte. Also, meine Reifen lassen zwar nach, aber alles in allem, momentan fühlen sie sich noch gut an. Die Rundenzeiten werden natürlich etwas schlechter. Aber bis jetzt kein Grund, sich zu beklagen. Ganz im Gegenteil, bei den Gegnern scheinen auf den mittelharten Reifen die Rundenzeiten auch nicht. Es scheint sich auch zu verschlechtern. So dass bis jetzt mein Vorhaben ganz gut geklappt hat. So, 15. Runde, immer noch gelb zeigen die Reifen an. Nur 20 Liter Sprit für 5 Runden, das wird auch gut reichen. Wie gesagt, am Anfang wusste ich nicht, wie viel Liter ich mitnehmen musste. Das war einfach mal eine grobe Schätzung. Oh, das war knapp. Da war ich fast hinten reingefahren. Gut, dass die KI da nochmal einen Rückzieher gemacht hat. Dankeschön. Deswegen bin ich jetzt auch lieber ein bisschen weiter hinten geblieben, um einfach mal nichts zu riskieren. Ich einfach zu früh auf dem Gas. Reifentemperatur ist nicht hochgegangen, ausgezeichnet. Ja, zwar ein paar Sekunden verloren, aber keine Platzierung.
nirgends eingeschlagen, keinen aerodynamischen Schaden, wunderbar. Also Ruhe bewahren, weiter konzentriert fahren. Vorsprung auf den Zweitplatzierten sind fast 40 Sekunden, also alles ganz entspannt. So, jetzt habe ich aber links, auf der linken Seite, die beiden Reifen sind jetzt im roten Bereich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich noch 4 Runden, muss ich damit überstehen, was das jetzt heißt. Na, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich muss gerade noch mal das Heck abfangen. Und schon wieder verschaltet. Eieiei, aufpassen. Nicht, dass ich noch durch einen technischen Defekt ausscheide. Aber alles in allem hält mich hier der Fahrer in seinem roten 3er BMW doch eher auf. Ich muss jetzt irgendwann mal vorbei an ihm. Sehr gut, schön ausgebremst, ich bin innen geblieben, er konnte nicht vorbei. Auch hier mache ich innen die Tür zu und schön nach außen raus beschleunigen. Jawohl. So, noch 3 Runden. Reifen links im Vor. Beim Getriebe muss ich nur aufpassen. Bisschen langsamer schalten, gerade immer in den 5. Gang. So, jetzt haben wir hinten rechts auch einen roten Reifen. Da hat zu spät auf der Bremse gestanden. Merke ich richtig, wie das Auto leicht rutscht.
Lass ihn wieder an mir vorbeifahren, um ja nichts zu riskieren. Ich denke, nach Start und Ziel werde ich ihn an mir schnappen. Und hier bin ich schon an ihm vorbei. So, 18 von 20 Runden, Reifen funktionieren noch. Benzin habe ich noch 11 Liter. Das heißt, ich fahre noch 2,5 Runden. Auch das hat einigermaßen gut funktioniert. Einviertel Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Das heißt, ich kann ganz beruhigt hier meine Runden drehen. Ob ich wirklich nochmal zum Überholen ansetze, da muss wirklich eine gute Situation sein. Ansonsten fahre ich lieber das Rennen hier beruhigt nach Hause. Jetzt ist auch rechts vorne der vierte Reifen auf Rot umgeswitcht. Aber alles in allem, mein kleines Pokerspiel hat scheinbar bis jetzt gut funktioniert. Die kämpfen noch, die Burschen hier. Mit allen Haken und Ösen. Und sogar das Hinterrad angehoben. Weil so aggressiv über den Curb gefahren wird. Ich werde jetzt hier einfach entspannt dahinter bleiben und mein Rennen zu Ende fahren. Ja komm, fahr vorbei. Alles ganz easy. Also sie halten einen doch schon sehr stark auf. Aber es ist die vorletzte Runde. Die drei kämpfen hier noch. Vielleicht passiert hier sogar noch irgendwas. Mal lieber ein bisschen Abstand, nicht dass ich hier noch kurz vor Schluss in irgendwas verwickelt werde und dann meinen ersten Platz hier riskiere. Ja, der weiße BMW scheint meistens hier die Kurve etwas zu räubern.
Und schon wieder das Beinchen gehoben. So kann Autorennen mal richtig entspannend sein. So, ich bin auf der finalen Runde, habe noch 6 Liter Sprit. Das ist doch wunderbar, das müsste genau reichen. So, jetzt noch nichts mehr riskieren. Gar nicht mal so einfach, so kontrolliert langsam zu fahren. Ja, die Spritmenge, jetzt 4 Liter, das ist ja wirklich eine Punktlandung, die mir da gelungen ist. Okay, der weiße BMW fährt standardmäßig einfach immer über den Curb. Jawohl. Sauber, mein Vorhaben hat funktioniert. Mit dem weichen Reifen kann man wirklich 20 Runden fahren. Jawohl, erster Platz, wunderbar. Ja, super. Jetzt warten wir nochmal auf die anderen. Dann schauen wir uns nochmal die Tabelle an, wie das Rennen letztendlich ausgegangen ist. Aber doch ein sehr souveräner Sieg, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Ja, die Rundenzeiten waren jetzt nicht berauschend. Aber manche Duelle, die sich ergeben haben, haben einfach Spaß gemacht. Die Idee, die ich hatte, mit Softreifen die 20 Runden zu fahren, habe das Risiko eingegangen, dass vielleicht die Reifen einfach nicht durchhalten. Und die KI ist alle auf den mittelharten Reifen gefahren und hat halt deutlich langsame Rundenzeiten nur fahren können. Von daher war es ein schöner Erfolg für mich. Ja, jetzt warte ich mal ab, bis das Rennen vorbei ist, dass wir nochmal zusammen auf das Endresultat schauen können. Mich würde nur nochmal interessieren, einer ist aus der Box rausgekommen, was der da gemacht hat. Da wirklich einer auf S-Reifen unterwegs war oder warum der an die Box gefahren ist. Vielleicht sieht man das nochmal in der Schlussübersicht. Ob da die Boxenstopps vermerkt sind, ich weiß es gar nicht mehr. Mit dem Vorsprung hätte ich aber auch nochmal einen Boxenstopp machen können. Weil 38 Sekunden, ich gehe mal davon aus, wenn man nur die Reifen wechselt mit rein- und rausfahren, ist man so bei 30 Sekunden, sprich, das hätte auch noch funktioniert. So, das dauert jetzt aber ganz schön lange, bis da die letzten durchs Ziel gefahren sind.
würde auch mal interessieren, wer die schnellste Rennrunde gefahren ist. So, jetzt kommen die Plätze 16, 17, 18 rein, alles klar. Okay, hier sieht man nochmal. Also ich war auf den weichen Reifen unterwegs. So, dann gucken wir mal die Time an. Ja, hab die beste Rundenzeit auch gefahren, was natürlich mit 2.19 jetzt nicht der Brüller ist. Aber trotzdem. Gut. Ja, alles klar. Dann vielen lieben Dank fürs freundliche Zuschauen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Rennen. Macht's gut. Tschüss.